Herzlichen Dank und hallo zusammen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jörg Mede. Ich bin natürlich Mitglied der Digitalen Gesellschaft. Und ihr könnt mich heute Abend noch, weil ich auch Co-Host des Netzpodcasts bin, erleben. Aber heute, also jetzt, genau in diesem Moment, geht es um einen anderen Titel. Die Bevölkerung und die Internetsicherheit, paradox und unbewusste Inkompetenz. Es geht also um uns und unsere Fähigkeit, Widersprüche zu leben bis hin zu genießen. Präsentiert wird das Ganze von Katja Dörlemann. Sie ist Security Awareness Expertin bei Switch und Präsidentin der Swiss Internet Security Alliance, CISA. Sie ist auch Co-Hostin eines Podcasts zu diesem Thema. Sie ist Dozentin und wie ihr gleich erleben werdet, Rednerin. Die Bühne gehört ihr. Ja, das kann's. Ja, vielen Dank, Jörg, für die nette Begrüßung und Vorstellung. Genau. Mein Name ist Katja, hallo, und ich erzähle euch heute etwas über eine Befragung, die wir durchgeführt haben. Hat durch Zufall, weiß gerade jemand, von welcher Befragung ich rede, oder hat durch Zufall jemand teilgenommen? Nein, vielleicht nachher, wenn ich ein bisschen mehr erzähle. Ganz kurz zur Swiss Internet Security Alliance würde ich gerne kurz vorstellen, weil das eigentlich ein ganz cooler Laden ist. Genau. Das sind die lustigen Leute, die da alle so mitmachen. Der Simon wollte eigentlich heute auch dabei sein. Der muss sich aber um seine Kinder kümmern. Familie geht vor, so ist das manchmal. Genau. Noch kurz zu mir. Genau, ich bin eigentlich bei Switch. Switch sagt vielleicht dem meisten irgendwie Öppis, genau. Und bei der CISA Präsidentin, wie der Jörg schon gesagt hat. Was machen wir so bei der Swiss Internet Security Alliance? Wir haben eine Vision, und zwar die Schweiz zum sichersten Internetland der Welt zu machen. Ja, man muss Träume haben. wir wollen ja, es ist eine Vision. Genau. Also das ist die Idee hinter dieser Kollaboration, hinter der Alliance. 2014 wurde die gegründet. Das heißt, wir haben Jubiläum. Yay. Und der Vorstand ist momentan mit diesen Organisationen besetzt. Genau. Worum geht's bei der CISA? Es geht vor allen Dingen darum, dass wir im Bereich Internet Security uns austauschen. Das ist häufig sehr schwierig für viele Organisationen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch wisst. Manche wollen nicht so gerne ihre Daten teilen, und wir wollten eine Plattform bieten, an der man das machen kann, sicher, beziehungsweise auch Vertrauensbasis. Das heißt, Leute arbeiten zusammen, tauschen sensible Daten aus, um miteinander zu schauen, wie man gegen Kriminalität, Betrugsfälle und so weiter vorgehen kann. Wie machen wir das? Neben dem Facilitieren von verschiedenen Arbeitsgruppen zum Thema Abuse oder Web Security unterstützen wir zwei Events. Das ist einmal der Swiss Security Awareness Day, der findet dieses Jahr am 24. Oktober in Bern statt, und der Swiss Web Security Day, der findet dieses Jahr am 29. Oktober in Bern statt. Wenn ihr euch dafür interessiert, vielleicht, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ich sage da nachher noch kurz zu was, Talks und sowas alles von den letzten Jahren findet ihr öffentlich im Internet unter den Links. Neben dem Facilitieren und Ermöglichen von Austausch zum Thema Informationssicherheit machen wir auch noch etwas, um der Bevölkerung, jetzt kommen wir langsam zum Thema, ein bisschen unter die Arme zu greifen beim Thema Informationssicherheit. Wir betreiben und bewirtschaften die Website iBerry. Die heißt so, damit es zugänglich ist. Der Hund, der Bernardiner, der erweckt Vertrauen, nicht Überforderung, der hilft. Auf der wir zu verschiedenen Internetphänomenen, vor allen Dingen im Bereich Informationssicherheit, Informationen zur Verfügung stellen für alle. Also für Erwachsene, nicht speziell für Kinder, aber auch für Kinder verständlich. Genau, mit netten Grafiken. Die könnt ihr übrigens, das sage ich wahrscheinlich nachher nochmal, weil das ist eine Key Message, die ich euch heute so ein bisschen mitgeben möchte. Die ganzen Inhalte auf dieser Webseite sind unter Creative Commons verfügbar. Das heißt, ihr könnt die Texte nehmen, auch die Visuals, und damit, wenn ihr im Unternehmen arbeitet, innerhalb eines Unternehmens eure Mitarbeitenden sensibilisieren, aber auch zu Hause natürlich das oder im Freundeskreis weitergeben. Genau, nur nicht kommerzialisieren, das wäre nett. Genau.
Genau, Vorwarnung, ein paar Logos. Wie gesagt, wir schreiben uns auf den Hut, wir vereinen Leute, wir kollaborieren ganz viel, wir ermöglichen Zusammenarbeit. Wir versuchen auch, Leute dazu zu bewegen, zusammenzuarbeiten, weil immer noch ist es sehr, sehr häufig, dass Leute gerade im Bereich Informationssicherheit einfach das Rad neu erfinden, neu loslaufen und dasselbe nochmal machen, um mehr Geld zu verdienen oder um wirklich super sicher nur die eigenen Sachen zu bewirtschaften etc. Das sind alles so Organisationen, die bei der SISA irgendwie mitwirken. Ich muss das einfach mal kurz zeigen. So, und die alle stehen hinter der SISA und die SISA hat mit ganz vielen anderen Leuten diese Studie durchgeführt. Letztes Jahr im September, August bis September, glaube ich. Sicherheit im Internet und beim Online-Shopping. Das ist die Ergebnis-Slide, die finde ich, hat man schön visualisiert. Die könnt ihr im Internet auch finden unter internet-sicherheit.ch. Ich gebe nachher noch ein paar QR-Codes, falls das einfacher ist. Das könnt ihr euch runterladen, auch selber nochmal genau anschauen. Aber wir gehen ja jetzt auch gleich noch ein bisschen durch. Kurz die Eckdaten. Also, die SISA hat das, wie gesagt, nicht alleine gemacht, sondern mit Digital Switzerland, der Mobiliar, die Allianz Digitale Sicherheit für Schweiz, SATW, die FHNW und GFS Zürich, die diese Studie durchgeführt haben. Kann sich jetzt jemand daran erinnern, an einer Umfrage teilgenommen zu haben? Du. Okay, super. Wunderbar. So ein paar Leute. Sehr schön. Genau, also es wurden so gute 1200 Interviews durchgeführt, wie gesagt, letztes Jahr im August bis September. Das sind so typische Umfrageinformationen, mit denen ich mich nicht so richtig auskenne. Mir wurde gesagt, das ist alles repräsentativ und handfest. Genau, gehen wir mal rein. Dafür sind wir heute da. Es wurde festgestellt, dass die Schweizer Internetnutzenden im Durchschnitt 7 Geräte zu Hause haben, die irgendwie mit dem Internet verbunden sind. Das hat mich persönlich überrascht, bis ich dann selber mal kurz nachgedacht habe, wie viele ich habe. Von wegen Unbewusste. Wir kommen jetzt schon langsam ins Unbewusstsein. Vielleicht denkt ihr mal kurz drüber nach. Ich weiß nicht, hat euch 7 überrascht oder denkt ihr, ach klar, ich habe 20? Auch so ein bisschen, gell? Genau, also fast alle, 95% haben ein Handy und ein Laptop. Also es gibt schon ziemlich viel. Also die Schweizer sind, Schweizerinnen sind vernetzt, kann man sagen. Zum Einstieg nur kurz die krassesten Paradoxe oder Sachen, die mir so aufgefallen sind, bevor wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Was ich ziemlich positiv fand, war, dass die Schweiz, oder aus meiner Sicht als Security Awareness Expertin positiv fand, war, dass die Schweizer Internetnutzenden eigentlich fast alle, 95%, also wissen oder empfinden, dass es Risiken gibt, die aus dem Internet kommen. Das heißt, es wird schon wahrgenommen, im Internet gibt es Sachen, die sind irgendwie ein bisschen gefährlich. Gleichzeitig fühlen sich die allermeisten aber sicher oder eher sicher. Das ist, wenn die Frage nicht direkt hintereinander gestellt wird, natürlich so ein Mechanismus, der uns zu diesem Ergebnis führt. Das heißt, was das genau heißt, ich habe nachher einen Vorschlag, wir schauen. Dann haben wir gefragt oder festgestellt, dass zwar die meisten SchweizerInnen fast nie dasselbe Passwort benutzen, aber immerhin 31 immer oder fast immer dasselbe Passwort. Und fast nie ist, ja, auch nicht besonders gut. Also irgendwie scheinen da ein paar Informationen nicht geflossen zu sein oder auch die Möglichkeit nicht. So, gleichzeitig gibt es aber eben auch fast 50%, die sich irgendwie bewusst sind, dass sie sich nicht ganz sicher verhalten im Internet oder sicher verhalten könnten und sagen, sie würden das gerne auch machen. So, was jetzt einfach ist, sich hinzustellen, wie ich das auch gerade gemacht habe, und ich habe auch ein paar grinsende Gesichter gesehen, sich darüber lustig zu machen, dass die Leute das ja alles so tun. Beziehungsweise denken, sie sind sicher, tun es aber nicht und so weiter. Das ist natürlich eigentlich ein systematisches oder ein Problem, was unser System hat, was wir heute schon sehr, sehr häufig gehört haben. Es ist nicht die Schuld der einzelnen Person, sondern einfach so, wie wir mit der Digitalisierung umgehen, wie wir daran geführt werden oder eben nicht. Gerade im Bereich Informationssicherheit, das ist jetzt mein Steckenpferd, im Bereich Sensibilisierung, ist es so, dass in der Entwicklung
der Security-Technologie oder generell Security-Informationssicherheit der Mensch sehr, sehr lange außen vor gelassen wurde, beziehungsweise immer noch wird. Er wird sehr selten mitgedacht und wenn nicht komplett, sondern einfach so, ach ja, das muss ja auch noch angewendet werden, diese tolle Technologie, die wir haben. Diese völlig komplizierte, ganz super sichere Zero-Trust-Technologie. Das ist alles super, wenn das aber nur eine gewisse Prozentzahl der Bevölkerung wirklich verstehen und anwenden können. Es ist ein bisschen schade einfach, weil der Rest wird außen vor gelassen. Das ist aber nicht nur irgendwie super komplizierte sonst was Technologie, sondern auch sowas wie die Passworttechnologie, muss man mal sagen. So alt wie die Menschheit fast. Genau. Passwörter sind für alle so ein Triggerthema. Ich benutze das immer so als Beispiel, weil da hat jeder irgendwie einen Bezug zu, weil jeder hat Passwörter und jeder findet die Kacke. IT-Experte, Expertin oder Endnutzer, Nutzerin. Aber an dieser Technologie zeigt sich besonders gut, was eigentlich schief läuft in diesem ganzen Thema. Die Informationssicherheitsexpertinnen verstehen häufig nicht, wieso Nutzer, wie auch vorhin in dem Ergebnis der Studie, wieso NutzerInnen sich so schwer tun mit dem Thema Passwörter, wieso man nicht versteht dass man mehr als ein Passwort braucht oder vielleicht einen Passwortmanager oder irgendwie sowas. Das Problem ist, dass die meisten Menschen dieser Welt andere Prioritäten haben als Security. Das ist einfach so. Damit müssen wir leben. Das wird aber häufig von der Security-Community nicht so richtig berücksichtigt, würde ich mal behaupten. Passwörter waren mal irgendwann in den Anfängen eine ganz tolle Idee. Straightforward, man hatte eine Applikation, ein Passwort, fertig. Dann kam die Digitalisierung, die immer weiter ging. Man hatte immer mehr Applikationen, immer mehr Daten, immer mehr Menschen, die Passwörter brauchten. Und damit ist die Kriminalität gestiegen. Das heißt, irgendwann wurden wir dazu gezwungen, komplexere Passwörter zu nehmen. Also nicht mehr HASI, sondern HASI 2. Danach hat man gemerkt, oh nein, auch da hat die Kriminalität irgendwie uns jetzt eingeholt. Jetzt müssen wir die auch noch ständig ändern, die komplexen Passwörter. Das heißt, man hat aus HASI 2 HASI 3 gemacht, HASI 4 und so weiter und so weiter. Hatte meistens noch eins, wie auch immer. Auch das wurde irgendwann überholt. Jetzt müssen wir alle komplexe, einzigartige Passwörter haben, um unsere Daten irgendwie noch zu schützen. Was man also gemacht hat, ist, man hat dieselbe Technologie einfach quasi noch komplizierter gemacht. Das heißt, damit diese neuen Angriffe die neuen Gefahren, denen wir ausgesetzt sind, den Schutz davor in der Verantwortung der Nicht-ExpertInnen gelassen. Also man hat sich nicht überlegt, wie kann man denn Authentifizierung irgendwie besser machen. Man hat sich überlegt, wir nehmen das Gleiche, aber die Leute müssen halt irgendwie komplexer damit umgehen. Das wird schon gut, die verstehen das ja und haben ja auch Zeit dafür und so weiter. Neuestes Ding, ist gar nicht mehr so neu, MFA, super. Also jetzt braucht man noch eine App, es wird noch komplizierter, die Leute verstehen es überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, es gibt so viele Bezeichnungen für diese Technologie, wie es Anbieter gibt, 2FA, Two-Step-Login, dann verschiedene Sprachen heißt es wieder anders. Also verwirrender geht es nicht. Wie gesagt, die Security-Community hat da irgendwie so ein bisschen nicht richtig mitgedacht. So, gehen wir zurück in die Studie. Also das nochmal kurz, um zu vergegenwärtigen. Die Endnutzenden sind also zu Schuld sowieso, davon darf man gar nicht reden. Aber generell sind wir in dieser Situation, weil die Security-Community ein bisschen versagt hat, um das mal kurz so zu sagen. Also 95% sagen, dass Angriffe aus dem Internet ein ernstzunehmendes Thema sind. Das ist schön. Aber nur nur 25% sagen, dass sie das Risiko in dem nächsten Jahr, glaube ich, in den nächsten 2 bis 3 Jahren Opfer zu werden von einem Internetangriff als hoch oder sehr hoch einschätzen. Das heißt, wie gesagt, die meisten fühlen sich irgendwie sicher. 86%. Das ist schon, sagen wir mal, also wie gesagt, wirklich irgendwie ein Paradox. Da ist die Frage, wieso schätzt ihr denn das Risiko so gering ein, dass sie nicht Opfer eines Angriffs werden? Was ich hier so spannend finde, das war eine offene Frage. Da haben die BefragerInnen abgetippt, was die Leute gesagt haben. Und ich finde sehr cool, dass das Feld so weit ist und es nicht eine
eine besondere Antwort gibt. Die meisten sagen vorsichtiges Verhalten. Wir erinnern uns mit den Passwörtern, die fast nie oder immer die gleichen waren, wie auch immer. Sie benutzen technische Schutzmaßnahmen. Wir haben leider nicht gefragt, welche. Das wäre auch nochmal spannend. Oder mein absoluter Favorite, ich bin zu uninteressant oder zu unwichtig. Genau. Jetzt ist es aber natürlich so, die Leute fühlen sich sicher und so weiter. In Unternehmen ist es so, dass 74% aller Datenverluste, Datenverlustvorfälle, wie auch immer, irgendwie erfolgreich waren, weil der Faktor Mensch involviert war, weil irgendjemand einen Fehler gemacht hat. Von wegen vorsichtiges Verhalten. Das ist egal, wie oft man sich das auf die Fahne schreibt oder irgendwie versucht zu vergegenwärtigen. Jede Experte, Expertin, Nicht-Experte, Nicht-Expertin kann darauf reinfallen und so einen Vorfall auslösen. Jetzt kann man sich denken, ja, was passiert ja gar nicht so häufig. Die Leute sind ja sicher, die Unternehmen haben ja alle tolle technische Maßnahmen. Einfach mal kurz, es gibt einen Wikipedia-Eintrag in verschiedenen Sprachen zu Datenvorfällen. Und die sind, also das ist jetzt 2024, 2023 und so weiter. Da kann man schauen, was passiert ist. Hacked, Inside Job, Poor Security, bladida. Kann man sich, also es passiert fast täglich eigentlich. Und natürlich gibt die Dunkelziffer, ist natürlich noch viel höher. Genau. Dasselbe in Privatleben, das sind unter anderem Privatleben, das sind Meldungen oder Vorfälle, die gemeldet wurden dem Bundesamt für Cybersicherheit in einer Woche, der Woche 8, 2024. Das waren 816 Betrugsfälle, also alles irgendwie Internetkriminalität. Also es passiert wirklich täglich und natürlich auch da die Dunkelziffer, man weiß es nicht, weil nicht alle Leute verstehen, was gerade passiert ist und können das überhaupt melden. Genau. Also, Risiko, verstehen die Leute überhaupt, was da los ist, so richtig im Internet und wie sie sich schützen können? Die meisten, wie gesagt, denken irgendwie, sie schützen sich richtig, wissen aber eigentlich wahrscheinlich gar nicht, worum es wirklich geht. Weil ein Risiko richtig einschätzen kann man ja nur, wenn man ungefähr versteht, was der Kontext ist und was alles möglich ist, was an Gefahren überhaupt da sind. Die meisten wissen es nicht. 91% finden Maßnahmen gegen Angriffe aus dem Internet wichtig. 38% benutzen privat einen Passwortmanager. Ich weiß, gerade auf so Veranstaltungen wie hier, delikates Thema, wir empfehlen generell immer einen Passwortmanager zu nutzen. Darf ich fragen, wer einen benutzt? Ja, ja, wunderbar. Ich habe ein Foto von machen, das ist ja wunderbar. genau. Aber es sind nur 38%. Das heißt, wenn ich sorgsam mit meinen Passwörtern umgehen muss und fast jeder Mensch, der im Internet 7 Geräte zu Hause hat, hat mehr als 2 Passwörter oder 3. Das heißt, Passwortmanager sind eigentlich unabdingbar. Aber nur 38% benutzen privat einen. Da ist offensichtlich nicht so wirklich das Verständnis dafür da, dass Passwörter zum Beispiel wichtig sind. 64% benutzen nie oder fast nie das gleiche Passwort. Wie gesagt, haben wir gerade schon gesagt. Ein Grund dafür, dass das Risiko falsch eingeschätzt wird, ist immer noch diese Idee, die auch von den Medien häufig transportiert wird, dass der Hacker, ist meistens irgendwie jemand Männliches, der Angreifer, wie auch immer, irgendjemand ist, irgendein Mensch im Hoodie, der im Keller sitzt und so weiter. Das ist natürlich alles nicht mehr so. Wir reden heute von so einer Hacking Factory. Wir versuchen das auch in der Kommunikation so nach außen zu tragen. Einfach um den Leuten verständlich zu machen, es ist eine ganze Industrie. Und es ist nicht, bist nicht du, der angegriffen wird, sondern alle. Und durch Zufall bist du halt auch dabei, dass man das versteht. Das ist, wie gesagt, wird noch nicht so wirklich kommuniziert. Es ist eine ganze Industrie, die sich einfach darauf konzentriert hat, unsere Daten zu klauen, unser Geld zu klauen, wie auch immer. Von Privatpersonen, von Unternehmen, das ist denen meistens auch egal, halt da, wo gerade einer klickt. Man muss dafür auch nicht mehr ein mega krasser Hacker, Hackerin sein. Man kann sich das auch alles einfach schlau zusammenkaufen von irgendwelchen Dienstleistern, die das alles schön anbieten. Ich weiß nicht, ob da das schon mal jemand gesehen hat. Hat mal jemand sich WannaCry? Ja, schön. Genau. Was man hier so schön sieht, ist halt, das ist, wie gesagt, eine ganz professionelle Industrie mit Support. Die haben verschiedene Sprachen, die kann man anchatten, die verhandeln mit dir. So läuft's. Also es ist wirklich, und der Service ist teilweise besser als im legalen Business. Ich weiß nicht, hat jemand die Conti-Files gelesen? Kann ich nur empfehlen, ist sehr, sehr, sehr spannend und aufschlussreich.
Das nächste ist, die Leute verstehen, wenn wir wieder zum Thema Passwort kommen, weil das ist die eine Sicherheitsmaßnahme, die in unserer aller Obhut Verantwortung liegt. Die Leute verstehen nicht, wie so ein Passwort funktioniert, wie Authentifizierung funktioniert. Wer von euch weiß, was ein Passwort-Hash ist? Wunderbar. Okay. Also Passwörter, wie das funktioniert, ist, man meldet sich ja an bei dem Online-Dienstleister, wie auch immer, beim Portal. Und was dort hinterlegt wird, ist nicht unser Klartext-Passwort, sondern dieser Passwort-Hash. Und die werden geklaut aus den Datenbanken, dann quasi gebrute-forced, was bedeutet, die Leute errechnen einfach für diverse Zahlen- und Buchstabenkombinationen Hashes und gucken, welcher matcht. So läuft, da sitzt nicht einer und überlegt sich, es könnte vielleicht HASI-5 sein und tippt es dann ein. Nein, sondern es läuft alles hochautomatisch. Auch das ist vielen Leuten einfach nicht bewusst. Das heißt, sie können sich nicht vorstellen, dass ihr Passwort, was ja 3 Wörter lang ist oder so, gehackt wird, weil es ein Mensch nicht erraten kann. So. Genau. Also, wer sich noch mal mehr darüber informieren möchte, darüber, wie so Risikowahrnehmung funktioniert und warum unsere Risikowahrnehmung häufig anders ist als die von Expertinnen, denen empfehle ich diesen Talk von, ich muss mal gucken, er heißt Herr Basel, gell? Ja, genau. Kommt aus Luzern und wohnt in Zürich oder so. Deswegen verwirrt mich das immer. Aber dieser Talk, den kann man sich einfach nochmal anschauen. Der ist vom Swiss Security Awareness Day 2022. Sehr, sehr spannend und aufschlussreich. So, woher bekommen denn jetzt unsere Leute, also wir Schweizer BürgerInnen, die Informationen, mit denen wir diese Risikoeinschätzung und Wahrnehmung und Ideen und Verständnisse von Internetsicherheit kreieren? 61% sagen, sie wären gern besser zum Thema Internetsicherheit informiert. Da sage ich, ja. Wäre schön, das Problem ist, wo? 66% haben noch nie eine Schulung zum Thema Cybersicherheit besucht. Jetzt ist die Frage, haben wir nur Informationssicherheitsexpertinnen befragt? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, diese Zahl, mich persönlich hat die erschreckt. Weil viele sind ja doch irgendwie angestellt und die meisten Unternehmen bieten solche Schulungen an. Ich weiß nicht genau, wo diese Zahl herkommt, aber wie gesagt, das muss sich irgendwie ändern. Ich weiß noch nicht genau wie, aber das muss sich ändern. Und dann, wo fragt man nach, wenn ich Opfer geworden bin, wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen muss, und mein Computer nicht das tut, was er tun sollte. Die meisten holen sich Hilfe bei Fachpersonen, Fachgeschäfts, auch die Frage, wo findet man die? Und 32% erhalten Hilfe von Freunden und Familien. Das ist nicht immer zuverlässig. Ich weiß nicht, was ihr für Freunde und Familie habt. Wenn ich die Frage nach Internetsicherheit, ja, HASI-6. Das heißt, wenn die Leute, die sind so ein bisschen auf dem, das Problem ist so ein bisschen, die meisten Leute wissen dann eben auch schon erst gar nicht, wonach sie fragen müssen. Also wenn sie gerne mehr Informationen zur Cybersicherheit haben wollen. Weil es gibt nicht die eine Stelle, wo man hingeht und sagt, hier erfahren Sie alles. Oder hier bekommen Sie einen Überblick als Internetnutzende, Schweizer, BürgerInnen, wie auch immer. Das heißt, die meisten Leute, wenn sie irgendwas wissen wollen, sitzen vor Google, DuckDuckGo, wo auch immer, und wissen gar nicht, was reintippen. Weil die Begriffe gar nicht da sind. Also die ganze Vorstellung fehlt. Ich habe das einfach mal so gemacht, so stelle ich mir das vor. Mein Computer macht irgendwas Komisches, das fand ich sehr interessant, da kommt sehr häufig Windows. Aber okay. Genau. Deswegen haben wir nochmal diese Plattform hier kreiert. Was es auch gibt, ist das hier von der digitalen Gesellschaft. Ich weiß nicht, wer kennt's? Yay! Sehr gut, auch ein sehr, sehr gutes Heft zum sich informieren. Ich würde euch gerne ich komme jetzt langsam zum Ende, gell? Ja? Mit 3 Kernbotschaften zum Mitnehmen heute hier verlassen. Zum Nummer 1, nutzt einen Passwortmanager und sagt es auch allen, die noch keinen haben. Man kann ja einen lokalen nutzen, muss ja kein Cloud-Passwortmanager sein. Ein lokaler Passwortmanager ist eine gute Sache. Bis wir irgendwann vielleicht Passkeys benutzen und das die neue Lösung wird, man weiß es nicht. Wer ist Fan von Passkeys? Top, also ich glaube ich auch. Ich kann es nicht ganz einschätzen, aber glaube ich auch. Zweitens,
Wenn ihr euch informiert über Sachen, über Informationssicherheit oder jemandem sagt, er soll sich informieren, sie soll sich informieren, nutzt Quellen wie iBerry, SKP, die Schweizerische Kriminalprävention oder auch Cybercrime Police. Die haben häufig einfach so Teaser oder aktuelle Vorfälle, die einfach nur erklärt werden. Genau. Und natürlich, ihr seid ja auch Teil eines Freundeskreises, eines Unternehmens, einer Organisation, sonstiges. Schult eure Mitarbeitenden, eure Freunde, eure Kolleginnen, wenn ihr könnt, wenn die Probleme haben, helft ihnen. Nutzt die Inhalte von iBerry.ch, wie gesagt, die sind unter Creative Commons einfach zu nutzen, zu nehmen. Macht damit einen, weiß ich auch nicht, internen Newsletter, einen Blogbeitrag, I don't know. Tut's, fragt mich sonst, ich kann euch da gerne noch weitere Informationen geben. Ansonsten nochmal der Hinweis zum Swiss Security Awareness Day, der am 24. Oktober stattfindet, falls ihr Interesse habt, ganze Tag zum Thema Faktor Mensch und in der Informationssicherheit. Und unser Podcast, den hoste ich mit Markus Bayer von der Swisscom. Da interviewen wir einmal im Monat neue spannende Leute. Da geht es auch um Faktor Mensch in der Informationssicherheit. Und hier, wie versprochen, die QR-Codes. Genau. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich möchte nicht einem QR-Code im Wege stehen. Es ist ja auch immer wieder speziell, wie sich die heute durchgesetzt haben. Sie wurden 1994 erfunden, also schon relativ alte Technologie. Ich habe einen Grund, du hast gesagt, viele werden fragen die Bekannten und Freunde, Familien. Ich nehme an, relativ viele der Angefragten sitzen hier im Raum und wir sind dann manchmal in der Situation, und wer sollen wir jetzt fragen, wenn wir ausgeschossen sind? Also es hat ein Mikrofon dort hinten für Leute, die Fragen haben. Und jetzt eine Frage meinerseits. Du hast gesagt, wir können die Inhalte auf iBerry problemlos benutzen. Können wir auch Leute bei euch engagieren, die gleich präsentieren kommen? Oder ist es nur das Informationsportal? Das kommt immer an, wer fragt. Und natürlich, genau, das machen wir. Das müsste dann einfach an die SISA gefragt werden. Wir schauen dann intern, wer Lust, wer Zeit hat. Nochmal, iBerry-Inhalte, kein Garant für die absolute Wahrheit, aber da arbeiten also viele Leute mit, die alle Interesse daran haben, dass unsere Reputation gut bleibt. Ja. Fragen von eurer Seite? Dort hinten ist das Mikrofon. Die Security ist gewährleistet. Ist Hasi hier? Was ist die Quelle von diesen, ist das quer durch den Garten oder macht ihr da Vorselektion, Qualitätskontrolle bei iBerry? Das iBerry Advisory Board ist unter der Leitung von Markus Bayer. Ich bin damit dabei, die SKP ist dabei, E-Banking aber sicher, noch andere Leute, die da mitarbeiten. Es wird ein Thema festgestellt, dann geschaut, wo holt man das Expertenwissen. Die Texte werden zusammengestellt, von allen gereviewt. Und dann auf die Webseite gestellt. Übersetzt natürlich, die Texte sind alle in 4 Sprachen stehen die zur Verfügung. Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Englisch natürlich. Ist auch gewährleistet, dass veraltete Informationen entsprechend natürlich irgendwann mal rausfliegen. Ich nehme an, die Tipps der späten 90er sind nicht mehr aktuell. iBerry gibt es seit 2019, glaube ich, glücklicherweise. Ich sage das mal so. Wir sind ein Verein. Wir werden für unsere Arbeit mehr oder weniger von unseren Arbeitgebern freigestellt. Also wir dürfen das machen im Auftrag. Das heißt aber auch, wir machen das so, wie es geht. Wir bemühen uns. Ja. Dann herzlichen Dank aber für diesen Einsatz. Aber wenn ihr was findet, gerne melden und dann korrigieren wir es, ja. Oder Vereinsmitglied werden entsprechend, mitarbeiten, mitverbreiten, den Podcast hören. Ich versuche immer noch Zeit zu überbrücken, bis der Erste von euch den Mut hat, eine Frage zu stellen. Endlich. Danke vielmals für den Vortrag, es war sehr spannend. Ich wollte fragen, ob ihr bei der Umfrage auch zum Beispiel nach Alter aufgeschlüsselt habt. Und vielleicht noch was mit dem Passwortmanager, wer einen benutzt, könnte ja auch sein, dass Leute Hasi123 in einen Passwortmanager eingeben, damit sie es schneller im Browser haben. Aber vielleicht, oh, ja. Gut, genau, also danke.
Kurz zu dem Passwortmanager, natürlich, das ist das, also normalerweise arbeite ich ja mit Organisationen zusammen und versuche ihnen die Mitarbeitenden Sensibilisierung so ein bisschen dabei zu unterstützen. Nur einen Passwortmanager zur Verfügung stellen reicht natürlich nicht. Man muss den Leuten auch so ein bisschen helfen und zeigen, wie das funktioniert und warum das so funktioniert. Danke, genau. Und was war das andere nochmal? Die Altersaufteilung bei der Umfrage. Haben wir tatsächlich. Ich fand ganz spannend, dass die Älteren besorgter sind als die Jüngeren. Mir sagte mal eine CISO von einer Universität, sie reden nicht von den Digital Natives, sondern von den Digital Naives. Das spiegelt sich so ein ganz, ganz bisschen wider. Und was ich auch ganz spannend fand, war, dass die Leute, also dieses Ergebnis mit, dass die meisten Leute sich eher sicher fühlen im Internet, sind sehr viel mehr Männer als Frauen. Damit könnten wir überleiten zu Hate Speech und diesem Phänomen im Internet und zum Thema. Nein, das ist wirklich eine Frage des Sicherheitsgefühls. Also so wie mit dir umgegangen wird im Internet, das hinterlässt bei einem Spuren. Also das dürfen wir nicht ganz vergessen. Weitere Fragen? Dann schaue ich mal auf die Uhr. 17.00 Uhr, wir sind gerade Punktlandung. Herzlichen Dank dir, herzlichen Dank euch fürs Zuhören und geht für Ihren Podcast.